Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Stola Bundle von Antifuchs. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Stola von Antifuchs, das Ganze im März 2018 erschienen. Wir haben hier das Bundle vor uns liegen. Und zwar haben wir hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker, 2 aufblasbare Mittelfinger, ein Shirt und ein Poster. Das alles hier mit dabei. Nachdem hier wirklich nur die Mittelfinger, diese aufblasbaren Mittelfinger in Folie sind, werden wir die hier mal rausholen. So, Folie kann weg. Einmal, zweimal. Da haben wir noch so einen Infozettel, dazu kommen wir gleich. Aber wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also, hier haben wir die Interpretin abgebildet mit ihrer typischen Fuchsmaske. Antifuchs lesen wir hier. Dann oben Stola und Antifuchs hier in einem, ja, Pelz. Also für mich sieht es so aus, als wären die Arme hier über dem Kopf verschränkt, als hätte hier so eine Jacke in so einer Pelz, in so einer Felloptik. Und auf der Rückseite haben wir dann insgesamt 17 Tracks aufgelistet. Wir haben Features von Lackmann, Bogen und Schliever. Also ich muss ehrlich sagen, die beiden hier kenne ich nicht. Weder Bogen noch Schliever mit 3i. Lackmann natürlich ein Begriff, keine Frage. Dann haben wir unten links noch die Credits. Eine goldene Kette, die sich hier so durchzieht. Antifuchs und Stola auch hier zu lesen. Das Ganze über Wolfpack erschienen. Wir schauen mal ihn an. So sieht dann die CD aus. Also Himmel- und Wolkenoptik. Auch hier wieder Interpret plus Albumtitel zu lesen. Und das Ganze kommt in einem Digisleeve in einer Papphülle. Ja, ich bin, wie ihr wisst, kein großer Fan von diesen Hüllen. Gerade bei diesem Bundle hätte ich mich natürlich gefreut, wenn man das Ganze irgendwie mit einem Jewelcase, Standard Jewelcase, Super Jewelcase gelöst hätte. Aber ja, damit muss ich leben. 17 Tracks, aber auf jeden Fall eine Menge Mucke für ein Album, gerade in der heutigen Zeit. Okay, dann haben wir mit dabei Sticker. Und zwar was sehr spannend ist, wir haben hier einmal diesen Sticker. Einen Antifuchs-Logo-Sticker in Schwarz und Weiß, Hochglanz, Optik und quadratisch. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 mal den Anti-Army-Sticker. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das von der Aufteilung so beabsichtigt war, ob das wirklich in jedem Bundle so ist. Also 1 zu 5. Regulär ist ja dann irgendwie 3, 3 oder je nachdem, wie viele Motive man hat, aber 5 zu 1 finde ich von der Aufteilung ziemlich ungewöhnlich, aber eventuell, falls ihr das Bundle auch organisiert habt, könnt ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist, aber ist nicht schlecht. Also 6 Sticker, allesamt quadratisch, 5 davon eben mit Anti-Army-Aufdruck, einer hier mit Anti-Fuchs-Aufdruck und das Ganze in dieser Hochglanzoptik quadratisch sieht echt gut aus. Haben auch eine angenehme Größe, die Sticker. Dann haben wir darüber hinaus ein Poster. Wie man schon sehen kann, ist das Ganze einseitig bedruckt. Und dann haben wir hier Antifuchs abgebildet mit diversen Dollarscheinen am Ohr und ihrer goldenen Halskette im Mund. Die Maske ist natürlich auch wieder am Start. Und das Ganze ist dann hier unten so etwas verschwommen, also wirklich der Fokus hier nur auf Gesicht bzw. ja, so ab Schulterbereich und der Rest dann hier unten leicht verschwommen. Sieht gut aus. Hochformat einseitig bedruckt. Dann haben wir mit dabei eine absolute Premiere. Habe ich noch nie in einer Box oder in einem Bundle gesehen. Und zwar haben wir hier Pearl, okay, das dürfte die Firma sein, die das Ganze hergestellt hat, Mittelfinger Zweierset VST. Alles klar. Also, das ist so ein Infozettel. Hier haben wir diese beiden Mittelfinger, diese aufblasbaren Mittelfinger schon mal abgebildet. Und genau diese
werde ich auch jetzt, ich glaube, da geht nicht so viel Luft rein, mal schnell für euch aufblasen, denn dann wisst ihr auch, wie das Ganze dann wirklich aussieht und nicht nur so platt hier herumliegt. Kleine Info noch bezüglich dieser beiden Mittelfinger. Wenn man zu den ersten 20 Personen gehört hat, beziehungsweise zu den ersten 20 Bestellern, die dieses Bundle gekauft haben, dann waren diese Mittelfinger auch noch handsigniert. Also bei den ersten 20 Bestellungen waren diese von Antifuchs unterschrieben mit schwarzem Stift. Ich habe das Album nicht direkt, oder das Album schon, aber das Bundle nicht von Anfang an am Schirm gehabt. Deswegen habe ich leider nicht zu den ersten 20 gehört. Aber ich nehme es auch unbeschriftet. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz aufblasen. Wird jetzt ja ein kurzes Hörspiel für euch. Okay, also Nummer 1 hätte ich dann mal aufgeblasen. Geht wie erwartet nicht allzu viel Luft rein. Allerdings muss ich sagen, ist es doch vom Ventil her gar nicht so einfach, das Ganze voll zu machen. Es ist ziemlich schwierig, aber das machen wir schon. Zweites Stück. Jetzt ist das erste hier aufgegangen, wie ich gerade sehe. Habe ich nicht gescheit zugemacht. Probieren wir gleich nochmal. So, ich hoffe, dass es jetzt hält. Dann blasen wir den zweiten auch noch auf. So, los geht's. So, der ging dann doch etwas besser. Was auch ganz spannend ist, wenn man das Ganze aufbläst, dass es echt so ist, dass sich hier dieser ganze Bereich hier füllt und der Mittelfinger ist wirklich so abgeknickt und erst so auf die letzten paar Kubikzentimeter an Luft oder an Luftvolumen, die sich hier rein füllen lassen, beginnt dann auf einmal der Mittelfinger so hoch zu schnappen. Also das nur so am Rande. Also wir haben hier zwei hellrote Mittelfinger, und zwar haben wir hier dann noch einen Aufdruck, und zwar lesen wir hier VST Virtual Sports Technology. Also ihr kennt das ja vielleicht irgendwie aus dem Baseball oder im Basketball, gerade in diesen amerikanischen Stadions ist das sehr weit verbreitet, diese großen Hände mit Daumen, mit je nachdem was sie zeigen, entweder so oder so, oder ja, ich glaube Mittelfinger gibt es eigentlich nicht so. Die haben wir jetzt mit diesem Bundle. Jetzt werde ich diese wunderbare Hand hier mal anziehen. Genau. Und so sieht das dann aus. Also wir können dann hier mit dieser großen Hand im Stadion oder wo auch immer wir die mitnehmen, gepflegt den Leuten den Mittelfinger zeigen. Passender Bundle-Inhalt, denn es ist ja auch ein immer wiederkehrendes Symbol oder ein immer wiederkehrendes Thema bei Antifuchs, der Mittelfinger. Deswegen passender Inhalt. Gut, so viel zu den aufblasbaren Mittelfingern. Und dann haben wir als letzten Bundle-Inhalt ein Shirt mit dabei. Und das hat mich besonders gefreut, denn dieses Shirt gab es, das ist ja häufiger bei Bundles, gab es in verschiedenen Variationen. Und zwar gab es dieses Shirt in der Farbe Burgundi, in Schwarz und in Weiß. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich in diesem Fall für Burgundi entschieden, denn Schwarz und Weiß sind ja doch recht verbreitet in diesen Boxen oder Bundles, bei diesen Shirts sehr, sehr oft dabei. Und deswegen habe ich mir zur Abwechslung mal Burgundi genommen. Was auch schön war, die Größe war komplett frei wählbar, von S bis XL, alles dabei. Daher habe ich mich für meine bevorzugte Größe M entschieden. Also hier lesen wir M, ansonsten hier nichts weiter drin. Dann haben wir hier wieder das Logo, das wir schon von dem einen Sticker kennen, das Antifuchs Logo inklusive Antifuchs Schriftzug. Neckprint haben wir ebenfalls, und zwar haben wir hier Hashtag Anti Army, jawohl.
Jetzt würde mich noch interessieren, nachdem im Etikett oben nichts war, ob wir hier noch einen Zettel haben. Jawohl. Und zwar haben wir hier, was lesen wir hier? 100% Baumwolle. Okay. Das ist erwartet. Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und das Ganze ist von Build Your Brand GmbH. Okay, dann würde ich sagen, wie immer, schauen wir uns dieses Shirt noch einmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das Shirt hier in der Farbe Burgundi mit weißem Aufdruck. Wir haben hier das Logo von Antifuchs, darunter dann den Schriftzug. Wie gesagt, Größe und auch die Farbe war frei wählbar. Gefällt mir richtig gut vom Design her. Speziell auch, dass man sich die Farbe aussuchen konnte. Das kann man in meinen Augen auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe und auch die Farbe frei wählbar. Dann diese beiden aufblasbaren Mittelfinger in Rot. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann die Sticker, 6 Stück an der Zahl, davon 5 mal hier Anti-Army, einmal Anti-Fuchs, dieser Logo-Sticker, alle in schwarz-weiß und quadratisch. Und natürlich das Album an sich, Stola, das kommt im Digisleeve mit insgesamt 17 Tracks und 3 Features. Das alles in diesem wunderbaren Bundle, Stola von Antifuchs. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Antifuchs unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf. Ciao.